Die FAR ist, glaube ich, eine mit der nicesten Waffen im gesamten Spiel. Macht richtig viel Spaß, wenn man sie richtig baut und wenn man vor allem mit der richtigen Waffenkombination damit spielt. Sie meldet nicht nur auf Close Range geisteskrank, sondern macht sogar auch der MAC-10 Konkurrenz. Ganz viel Spaß mit dem FFAR Klassenguide. Hallo, wie geht's, Klerasie-Test gelernt und herzlich willkommen zu weiteren Videos hier auf meinem Kanal. Bo, 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 bo. Und ja, Leute, es tut mir leid, es gab jetzt eine etwas größere Pause, aber ich stecke wirklich Hals über Kopf im motherfreaking Uni-Stress. Statistische Methoden, Leute. Aber ich habe es mir ausgesucht. Ich werde es durchziehen. Nur dadurch, dass ich halt aktiv auf Twitch aufstreame, bleibt nicht mehr so viel Zeit für YouTube. Ich habe mir jetzt einen Cutter besorgt. Ich hoffe aber, das ist nicht so schlimm für euch. Denn jetzt ist das Video ja endlich online. Doch, liebe Leute, bevor wir zum Klassenguide kommen, gibt es noch an der Stelle etwas Werbung. Yay! Und mein Partner Level Up hat die Digital Camo Collectors Box rausgebracht mit Digital Camo, Leute. Richtig, richtig geiles Design und ich habe persönlich auch eine gewisse Beziehung zu Digital Camo, denn tatsächlich war das mein allererster Geschmack, seit ich Partner wurde. Wirklich einer meiner absoluten Favorites und mit dem Code KingFit2 könnt ihr im Moment sogar für 3 Dosen nur den Preis von 2 bezahlen. Und supporte mich nochmal dabei. Wenn euch die Klassenguides und allgemeinen Informationen rund um Call of Duty, Warzone, was weiß ich, Black Ops, Cold War und so weiter und so fort interessiert, lasst gerne ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr nächstes Mal, bekommt immer eine Benachrichtigung in eurem Abo-Feed, wenn ein neues Video online gekommen ist. Und wenn es euch dann auch noch weitergebracht hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Nicht vergessen, am Ende gibt es wie immer ein Fazit von mir zu der Waffe. Und jetzt ganz viel Spaß. Kommen wir wie immer direkt mal zur Klasse. Wir spielen selbstverständlich obvious den Agency Schalldämpfer. Wer hätte es gedacht? Den 21-2er Ranger-Lauf für eine bessere Bullet Velocity, aka Kugelgeschwindigkeit. Das 50-Schuss-Magazin. Ich muss aber auch sagen, dass ich das letzte Magazin noch nicht freigeschaltet habe. Da könnt ihr euch auch mal selber gucken, was für euch so besser ist. Ich habe es auf jeden Fall jetzt erstmal mit 50-Schuss-Magazin gespielt. Und das rate ich euch auch auf jeden Fall, ein großes Magazin drauf zu packen, weil die Kugeln aus der FFA sind so schneller weg, als du gucken kannst. Dann habe ich mir noch den Tempo-Tape-Griff draufgepackt für noch größere ZV-Geschwindigkeit. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, was ihr so spielt. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer kleinen Sache, die immer noch verbuggt ist. Ich denke, die wird irgendwann genervt, aber zum Zeitpunkt jetzt ist der Schleifschalengriff der beste Griff, den ihr auf eure Waffe packen könnt, weil aus irgendeinem Grund, keiner weiß warum, macht der Schleifschalengriff mehr, also sorgt für größere Präzision auf eurer Waffe, als zum Beispiel der Feldagentengriff. Also ihr habt eine höhere Präzision mit einem Griff, der gar nicht dafür da ist, höhere Präzision hervorzurufen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Deswegen spielt ihn einfach. Das ist unsere FFAR. Noch ganz kurz zu unserer AK. Ich habe so einen kleinen eigenen Bauplan davon. Ich liebe sie genauso, wie ich sie spiele. Und zwar ist es der Monolith-Schalldämpfer, der Singult, maßgefertigt, 27,6er Lauf, der taktische Laser, Zielfernrohr und der FTAC Sportkeil. Und damit fühle ich mich immer wie so eine Sportschütze. Und das ist sehr nice. Die FFAR hat eine Feuerrate von 900 RPM, macht auf 0 bis 36 Meter einen Headshot-Schaden von 45, auf die Brust einen Schaden von 33, auf den Magen 30 und auf den Unterleib auch 30 Schaden. Hat eine ZV-Geschwindigkeit von 238 Millisekunden, eine Standard-Nachladezeit von 2,48 Sekunden, eine Bullet-Velocity von 628 Millisekunden und die Sprint-to-Fire-Time beträgt 263 Millisekunden. Ab 36 Meter sinkt der Schaden beim Kopfschuss auf 37, auf die Brust auf 27, beim Bauchtreffer auf 25 und in die Beine auch auf 25. Als kleiner Vergleich zu der Ram 7, die Ram 7 hat eine 856er RPM und macht auf bis zu 28 Metern auch 42 Schaden in den Kopf, 28 in die Brust, 28 in den Magen und 28 in die Beine. Denn ich denke, die Ram 7 ist so die Waffe, die man am nächsten mit der FFAR in Verbindung bringen kann. Und ich muss auch allgemein sagen, dass man natürlich mit der FFAR auch erstmal etwas warm werden muss. Es ist nicht so einfach, direkt von Anfang an damit klarzukommen, gerade wegen der sehr hohen Feuerrate. Da müsst ihr euch auf jeden Fall ein bisschen mit einspielen und ein bisschen warm werden damit. Aber man kann wirklich sagen, dass diese Waffe unglaublich viel Spaß macht und dass es ein bisschen in die Richtung von der AS Val geht. Die hat ja auch eine sehr, sehr hohe Feuerrate, was dies Lasern auf kurze Distanz angeht. Natürlich sind wir dann wieder in dem Punkt, es ist zwar eine AR, allerdings auf eine etwas größere Range hat man eigentlich da keine Chance, irgendwie was zu hitten. Mit einem sehr guten Aim natürlich, aber es ist schon sehr, 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 sehr schwierig durch den extremen Rückstoß und durch die hohe Feuerrate. Deswegen sollte man die am besten Fall auch wirklich mit einer Sniper spielen. Ich habe da persönlich jetzt eine große Liebe, die ich schon von Anfang an in Warzone habe, und zwar die K98. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Lieblings-Sniper-Waffen sind. Ich mache auch hin und wieder gerne mal eine Umfrage im Twitch-Chat. Da geht es immer von
von AX50 über HDR bis K98. Ich persönlich fühle mich mit der K98 einfach super wohl und mittlerweile auch schon so confident, dass ich da teilweise auf den Midrange-Fight gehe und die FFIR wirklich nur benutze, wenn es wirklich ganz, ganz knapp wird und der Gegner zum Beispiel in meinem Haus ist oder so. Allgemein habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Natürlich gerade jetzt auch frisch, wo die DMR genervt wurde und man nicht mehr die ganze Zeit über 50.000 Kilometer über die gesamte Map von diesen Kugeln angeschossen wurde, konnte man auch wirklich sehen, was für ein Potenzial in dieser Waffe steckt. Allgemein werden jetzt noch sehr viel weitere Klassenvideos kommen, denn das ganze Game hat sich ja jetzt quasi gechanged. Sie haben endlich geschafft, diese verdammte Meta zu ändern, was ja auch eigentlich keine Meta war, es war ja wirklich einfach nur unfair. Ich kenne keinen, der wirklich diese Waffe enjoyed hat und gesagt hat, dass es wirklich Skill braucht, diese Waffe zu spielen. Und dieses gesamte Suchen nach einer Meta fängt jetzt von neuem an. Manche sagen, dass die A-Max eventuell die neue Meta werden würde oder vielleicht doch wieder die Kilo oder die Grau sogar. Was ist mit der Ram 7? Ich werde auf jeden Fall die ganzen Waffen weiterhin testen und natürlich auch das ein oder andere Video für euch raushauen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welche Klasse ihr gerade rockt. Ihr seht aber im Hintergrund, dass ich mit der FFIR und der K wirklich sehr viel Spaß hatte. Ich würde auch sogar behaupten, dass das eine Klasse ist, die auf jeden Fall einen gewissen Skillwert braucht, ne? Weil ihr wisst natürlich, große Feuerrate, heftige Feuerrate, immer gleich extrem Rückstoß. Und man braucht eine wirklich ruhige Hand, sage ich mal, in der einen oder anderen Situation. Verbunden natürlich auch mit der K98, die zwar sehr schnell ist, aber auf Range nicht so gut im Verhältnis zu der HDR und der AX50. Aber wenn du dann wirklich confident bist mit den Snipes und auch gut deine Snipes hittest, kannst du wirklich auch auf Midrange unfassbar schnell die Gegner knocken. Und das macht richtig viel Spaß. Und man ist einfach unglaublich mobil, schnell unterwegs damit. Und es macht wirklich richtig, richtig Bock. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Zockt diese Waffe, levelt sie euch hoch. Und schreibt dann mal in die Kommentare, was ihr von dieser Waffe haltet und vor allem von der Kombination, ob ihr es so gespielt habt wie ich oder ob ihr es anders gemacht habt. Wenn ja, wie habt ihr es anders gemacht? Und ich hoffe, ich konnte euch die FFIR mal richtig ans Herz legen. Stuck, stuck, stuck! Ja! Feindliche Drohne über uns! Let's go! Let's go, Digga. Ich liebe das Spiel manchmal. Yippie! Bo, 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 bo. Nein, mit Tod, mit Tod, mit Tod, 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 Tod. Hab beide. Ich hab mein Gulag nicht gewonnen. Zurück. Aber du hast Geld da direkt. Naja, ist gut schön. Ja, hier sind Gegner! Digga, die werden jetzt rüberfahren! Oh mein Gott! Putz! Putz! Was ist das für eine Lobby? Wo hast du 7? Surprise. Ich liebe die K98 einfach so sehr, das ist unglaublich. Ja. Would you fucking imagine? Feindliche Drohne über uns! Hä? Hä? Ja, meine K ist kaputt. Digga, was geht denn da ab? Ich kann fahren. Auf einmal so nichts mehr getroffen. Einfach so. Huch. Auf einmal K kaputt, Chat. Ich muss jetzt bei ihm aufpassen, der hat ihn wahrscheinlich safe gelootet. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone beachtet. Sie meldet halt unglaublich, ne? Also die meldet halt wirklich extrem. Kann man nicht anders sagen. Ich find's gut, dass das Auto nicht mal irgendwie brennt oder so. Ah, wäre fast gestorben gerade. Oh, 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 ist das geil. Boah, Digga, er hatte gar keine Chance. Krank. Yippie! Schönes Ding. Hallo, mein Schatz. Bin sofort bei dir. Angie. Putz! Halb so wild.
hätte ein bisschen AR-Muni für mich. Ich hab keine Waffen. Keine Waffen. Shieldbreak. Licht auf mich! Was halte ich also von der FFAR in der Kombination mit der K98? Es ist wirklich eine coole Waffe. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die FFAR mit der MAC-10 so extrem mithalten kann, wie ich es mir hoffe. Ich muss da noch ein bisschen die Vergleiche ziehen und beide mal irgendwie ein bisschen nebeneinander spielen. Vielleicht am besten in einem Stream, wo ich dann ein bisschen die MAC-10 spiele und ein bisschen die FFAR. Allerdings, vielleicht ist ja sogar ein richtiges Vergleichsvideo für euch am Start. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr gerne mal ein Video sehen wollt. FFAR versus MAC-10, was ist zum Beispiel besser? Die MAC-10 ist eine unfassbar starke Waffe, aber die FFAR macht auch richtig viel Spaß und ist einfach mal was anderes und ich liebe es auch mal was anderes zu machen. Ich kann es euch, wie gesagt, wie ich gerade eben schon erzählt habe, nur absolut empfehlen. Es macht richtig, richtig viel Spaß und ich werde es auf jeden Fall auch weiterhin rocken. Das war's für heute mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet richtig viel Spaß und lasst gerne eine positive Wertung da, wenn ich euch ein bisschen entertainen konnte. Und wie gesagt, schreibt mir unbedingt, ob ihr die Klasse auch rockt und ob sie euch gefallen hat. Vielleicht habe ich ja auch den einen oder anderen mit meinen Zuschauern, der die Klasse schon von vornherein gespielt hat und sich jetzt extrem gefreut hat, dass ich das Ganze auch mal ausprobiert habe. Das war's für heute. Macht's gut, Leute, und ciao.